3W. Zukunft digital. Willkommen zu diesem Video. Heute legen wir den Fokus auf das Touchpoint-Element. Wir haben schon bei verschiedenen Kunden so ein Touchpoint-Element auf der Webseite eingebunden. Es dient dazu, spezielle Komponenten an Maschinen oder anderen Produkten aufzuzeigen und zu erklären. Die Touchpoints können durch die Kunden selber platziert werden und auch die Inhalte von diesen Boxen können selber definiert werden. Bei diesem Beispiel hier ist jetzt noch speziell, dass man über einen Button unten rechts die Touchpoints ein- und ausschalten kann. Das Bearbeiten von diesen Touchpoints ist ganz einfach. Im Craft CMS geht man auf das Produkt und dort zum Touchpoint-Element. Dort kann man den Inhalt und die Position von diesen Touchpoints festlegen. Die Position kann über die X- und Y-Achse bestimmt werden. Dafür tut man am besten die Vorschau auf, sodass man gleich sehen kann, wo das der Touchpoint liegt. Braucht auch ihr so eine individuelle, auf eure Bedürfnisse angepasste Webseite, dann nehmt doch mit uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch Kontakt auf. 3W. Zukunft. Digital.